liebe es. Oh Gott, ich liebe dieses ganze Zimmer, wirklich. Ich liebe, liebe, liebe es. Ihr müsst viel mehr Zeit hier verbringen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour. Ich habe euch ja schon meine Küche gezeigt und ich habe euch auch schon mein Wohnzimmer gezeigt. Und heute möchte ich euch mein Lieblingszimmer zeigen, das Schlafzimmer. Dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und mich vor allem abonniert. Denn das haben mich abonniert. Es schauen immer so viele meine Videos, aber ganz wenig Menschen abonnieren mich und bekommen eigentlich mit, was ich sonst noch mache, außer mein Schlafzimmer zu zeigen. Also das Motto von meinem Schlafzimmer ist eigentlich so ein bisschen meine Lieblingsinsel Jüst in der Nordsee. Und das, was ich so ein bisschen oder, naja, eigentlich ein bisschen mehr in meinem Herzen trage, nämlich ich bin so ein kleiner Hippie und das Motto von dem Schlafzimmer ist maritimes Hippie-Feeling. Ich möchte euch in dem Video jetzt zeigen, was alles hier so rumsteht, wo ich meine ganzen Deko-Elemente her habe. Die werde ich auch alle unten in der Infobox nochmal verlinken und euch einfach so ein bisschen erzählen, wie ich auf Einrichtungsideen gekommen bin. Fangen wir mal mit der Wandfarbe an. Da es ein maritimes Thema ist, habe ich mich dafür blau entschieden. Es ist die steinblaue Schönheit, so nennt sich die Farbe, von den Alpina-Farben. Die gibt es im Baumarkt, da gibt es unendlich viele schon fertig gemischte Farben. Die kann man sich dann auch sich ein kleines Probestückchen anschauen. Am besten würde ich so ein paar mitnehmen und die auch mal wirklich so an die Wand halten und sich dann vorstellen, wie das aussieht, wenn die ganze Wand so ist. Braucht man ein bisschen Vorstellungsvermögen, aber das hilft wirklich, als einfach nur im Baumarkt zu stehen und sich entscheiden zu müssen. Ich habe schon mal ein Streichvideo gedreht, da habe ich den Experten da gehabt, der mir unglaublich viele Tipps gegeben hat, wie streiche ich um Regale rum, wie klebe ich richtig ab. Ich habe da so viel gelernt und das Video möchte ich euch da oben verlinken. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier auch noch alle Streichtipps gebe. Es ist auf jeden Fall wunderschön geworden, weil wir halt auch ganz viel beachtet haben, zum Beispiel doppelt streichen bei Farben, nicht immer nur einfach, das schimmert dann immer noch so ein bisschen fleckig durch und ich bin total zufrieden. Ich habe nämlich auch den Tipp bekommen, dass ich nicht den ganzen Raum blau streichen soll, weil das dann eigentlich zu erdrückend wirkt, sondern ich habe nur zwei Wände gestrichen, die hier und die da hinten, und es ist super geworden und ich fühle mich so wohl und die Farbe passt auch zum Schlafzimmer, die ist so kühl und beruhigend. Ich habe eh die Farben hier sehr dezent gehalten. Die Vorhänge sind in einem Beige, so einem Sandbeige. Und es gibt einen kleinen Clou in dieser Wohnung. Die ist so geschnitten, dass ich eigentlich so eine Ecke habe, mit der ich nichts anfangen kann. Man konnte da nicht irgendwie was hinstellen. Das war einfach irgendwie so eine leere Ecke. Und da haben wir einfach Regale reingebaut und auch noch einen Vorhang vor. Und das ist jetzt eigentlich so unsere Rumpelkammer, was total praktisch ist, weil sowas haben wir in der Wohnung nicht. Und jetzt ist es hier und ist vom Vorhang schön versteckt und ist eine richtig gute Lösung. Mein Bett, das liebe ich. Es ist ein Boxspringbett. Es ist eigentlich, wenn man es kauft, es ist ultra teuer, aber ich hatte das Glück, dass ich einen Freund hatte, der gar nicht gut in diesem Bett schlafen konnte, was ich gar nicht verstehen kann. Ja, dem habe ich das total günstig abgekauft. Ich kann es echt empfehlen. Ich dachte eigentlich früher immer, ach, ich kann überall super schlafen. Ein Bett ist ja voll unwichtig. Aber jetzt ist es wirklich so, dass ich auf Reisen bin und auch in mega schönen Hotels. Aber trotzdem, ich freue mich immer wieder nach Hause in mein Bett zu kommen. Dann steht neben dem Bett zwei Nachttischschränkchen. Die habe ich auch ganz easy eigentlich selber gebastelt. Also auf der einen Seite habe ich zwei Weinkisten übereinander gestellt. Da kann man super Bücher reinstellen und obendrauf auch noch Lampen oder Kruschkram, was man halt nachts so braucht. Und drauf steht eine Lampe aus Treibholz. Die habe ich in Sylt gekauft. Der Laden heißt Dünenstrauß und der Typ ist mega. Der fährt immer an der ganzen Nordseeküste entlang, Deutschland, Dänemark, und sammelt Treibholz und baut dann wunderschöne Sachen daraus. Und da habe ich auch in diese Lampe investiert, weil, ach, ich mag einfach diesen Recycle-Gedanken auch von Holz. Und ich finde so Treibholz, das hat schon so viel miterlebt. Ich finde es einfach wunderschön und die Lampe hat mir so gut gefallen. Da habe ich sie mitgenommen im Zug von Sylt nach Berlin. Auf der anderen Seite steht auch eine Weinkiste. Das ist der Bereich von meinem Freund. Da ist nur Krusch und Kram unten drin. Sehe ich zum Glück nicht. Ist die andere Seite und oben drauf steht unser Wecker. Wir haben einen richtig coolen Wecker, auch erst seit kurzem. Das ist so ein Teil, das geht
langsam an und wird immer, immer heller. Also simuliert einen Sonnenaufgang. Und dann, wenn es ziemlich hell ist, kommt das Wellenrauschen und das Möwengeschrei. Und es ist richtig schön. Es ist fast so schön, dass man nicht weiter schlafen könnte. Aber ich wache eigentlich schon immer. Doch meistens wache ich wirklich schon vom Licht auf. Und wenn dann das Geräusch angeht, stehe ich auf. Und es ist eine richtig schöne, sanfte Methode, um früh aufzustehen. Also auf jeden Fall besser als... Auf der Seite steht eine Lampe, die hat mein Papa selber gemacht. Total cool. Da hatten wir einen Stamm und den hat er so ein bisschen weiß angemalt, dass er kalt aussieht. Und hat da so das Kabel ganz raffiniert irgendwie reingebaut. Also mein Papa ist handwerklich total begabt. Auch mega cool, dass der An- und Ausknopf so wirklich auf Betthöhe ist. Und man wirklich nur so Ding-Dong, Ding-Dong draufdrücken muss. Und den Lampenschirm, den habe ich bei IKEA gekauft. Und das ist auch einer meiner Lieblingsstücke hier im Schlafzimmer. Daneben hängen zwei Bilder. Ja, das ist die Seite von meinem Freund, deswegen hängt da das kleine Bild Lieblingsmensch und drüber ein Elch, denn wir haben immer so zwei Running Gags. Wenn er ein Tier wäre, sage ich immer, er wäre ein Elch, weil er so eine große Nase hat. Und wenn er meint immer, ich wäre eine Schildkröte. Ich weiß nicht warum. Ich bin weder lahm noch sonst irgendwas. Er konnte mir das auch noch nie wirklich richtig erklären. Aber naja, ich habe halt aus diesem Running Gag den Anlass genommen, ihm mal ein wunderschönes gezeichnetes Elchbild übers Bett zu hängen. Damit er jeden Tag aufwacht und weiß, wenn er ein Tier wäre, wäre er ein Elch. In der Mitte über dem Bett hängt ein runder Reifen. Das ist so ein Dekoreifen. Den habe ich auch mal irgendwo gesehen. Fand es total schön, weil dann kann man eigentlich ganz unterschiedlich gestalten. Man kann da Fäden reinhängen, man könnte Muscheln reinhängen. Ich habe getrocknete Blumen reingehängt und eine Feder, die ich aus Portugal mitgebracht habe. Früher hatte ich mal so eine Feng Shui-Phase und da gelten ja getrocknete Blumen als Energierauber, weil sie tot sind. Zum Glück habe ich diese Phase überwunden, denn eigentlich liebe ich getrocknete Blumen. Ich finde es irgendwie komisch, wenn nichts in der Ecke steht. Deswegen habe ich in die Ecke hier hinten so einen Jute-Puff gestellt. Ich finde, Jute hat auch immer so maritimen Flair. Und da habe ich alle meine Bücher drauf gestapelt. Die meisten sind von, ich glaube, man spricht das Calway aus. Das ist halt ein Buchverlag, der macht so geile Deko-Bücher. Und diese Bücher, die sehen einfach schon schön aus, wenn sie nur da liegen. Und dann, wenn man rumblättert in denen, bekommt man so viele tolle Inspirationen. Ich finde sie richtig, richtig schön. Außerdem hängt an unserer Wand noch ein Makramee, ein kleines. Ich glaube, das habe ich bei Etsy bestellt mit einem kleinen Gläschen. Das fand ich ganz toll, denn da konnte ich wieder getrocknete Blumen reinstecken. Und ein Bilderrahmen mit einer Pflanze. Also die Pflanze hat jetzt noch nichts Maritimes oder Hippie-mäßiges an sich, aber ich fand den Rahmen so schön. Das ist halt auch wieder so Treibholzoptik und ich fand einfach, ich habe das Bild einfach drin gelassen. Es war einfach nur so ein Pseudobild. Ich hätte einfach reinmachen können, was ich wollte, aber irgendwie fand ich es... Hat irgendwie doch voll hier reingepasst. In der anderen Ecke liegt Boris Bettchen. Der schläft immer bei uns im Schlafzimmer. Und der hat ein Bett von Dogs Finest. Das ist ein Online-Shop für Hundezubehör. Und ich fand das sehr schön. Es ist sehr schlicht. Es ist beige, passend zu den Vorhängen. Und der kuschelt sich da immer so schön rein. In meinem Wohnzimmervideo habe ich euch auch schon von Aus Liebe zu Holz erzählt. Das ist eine Berliner Firma, die aus alten Baugerüsten Tische, Regale, whatever baut. Und als sie mir mein Wohnzimmer-TV-Schrank geliefert haben, habe ich gefragt, ob sie mir auch noch zwei Bretter hier in meine Nische machen können. Die haben sie mir auch wirklich so schön lasiert in Treibholzoptik und da habe ich jetzt so allerhand Deko-Zeug draufgestellt und das ist auch so schön. Das war einfach, ich habe das so random da draufgestellt, aber es passt jetzt irgendwie alles zusammen. Ich habe da Steine aus Portugal, ich habe eine Kerze, die habe ich, in, das weiß ich noch ganz genau, in Erlangen gekauft, in so einem Upcycle-Laden. Das ist nämlich eine alte Weinflasche, in der eine vegane Kerze reingemacht worden ist. Dann habe ich mir mal irgendwo ein Holzbrett gekauft. Und das fand ich so schön, dass ich es zu schade fand, zu benutzen. Und dachte mir, komm, stell es auch auf das Regal, sieht so schön aus. Aus Portugal habe ich dann noch Muscheln mitgebracht, so ein Stück Geisternetz, ein Stückchen Treibholz. Hier sieht man auch mein kleines Be Happy Holzschild. Und oben sind Tannenzapfen, die habe ich aus, ich glaube auch aus Portugal. Dann steht eine Möwe natürlich in unserem maritimen Schlafzimmer. Die habe ich in Sylt gekauft. Und dieses kleine Zuhause-Schild, das habe ich von einer Freundin zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen. Und dann habe ich Paul, meinem Freund, zum Geburtstag dieses
tolle Bild von Portugal geschenkt und da steht Make this your reality. Man kann also seinen eigenen Spruch reinschreiben lassen. Das soll uns jeden Tag, wenn wir ins Bett gehen und wenn wir früh aufwachen, daran erinnern, dass wir einen großen Traum haben, nämlich Teilzeit-Auswanderer in Portugal zu sein. Und noch ein ganz tolles Geschenk habe ich bei meiner letzten Newsreise bekommen. Ist eigentlich auch echt eine coole Deko-Idee zum Nachmachen. Da hat mir die liebe Anna von Töverland, das ist ein Instagram-Account, eine Muschel geschenkt, die einfach in so einem Döschen ist. Ich glaube, das hat sie vorher mit Kupfer angemalt oder angesprüht. Und da hat sie so eine ganz prägnante Muschel reingesetzt. Und es sieht auch total schön aus. Passt mega hierher. Jo, das war mein Schlafzimmer. Also ihr seht, ich habe viel selber gemacht, einiges dazu gekauft. Eigentlich jedes Teil erzählt eine Geschichte. Die Kissen, das kann ich noch sagen, die habe ich noch von Westwing. Das ist auch ganz cool, da bestelle ich ganz gerne. Und die Bettwäsche ist von Barefoot Living. Das ist so eine ganz tolle Leinenbettwäsche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ich finde, man muss einfach so bei Deko-Ideen immer viel ausprobieren und sich vor allem Zeit lassen. Ich wohne jetzt schon seit fast 3 Jahren in dieser Wohnung und ich habe auch wirklich 3 Jahre gebraucht, das Zimmer einzurichten, weil es kam peu à peu alles dazu. Und ich bin jemand, ich kann euch wirklich als Tipp geben, kauft einen Teil. Stellt es hin, lasst es wirken und überlegt, was passt dann dazu. Und ja, das ist das Ergebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, freue mich über Daumen hoch, Kommentare, wenn ihr mich abonniert und das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Baba.